Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder zurück bist bei dem Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste abarbeitest. Ich habe heute einen Gast, einen sehr guten Freund von mir, Burak Kizilay. Ich verlinke ihn dir wie immer in den Shownotes, damit du ihn finden kannst. Burak ist Papa, Unternehmer. Er ist bei der DVAG, ich würde sagen, der jüngste, erfolgreichste Mitarbeiter, den sie dort aktuell haben. Hat einiges gerissen im Leben, ist dabei wie wenige auf dem Boden geblieben, toller Ehemann. Ich kenne die Familie schon sehr lange, es ist mir ein großes Vergnügen und vor allem eine Ehre, dass du da bist. Ja, ich glaube, mehr sage ich gar nicht. Den Rest musst du erzählen, weil es gibt ja noch so viel mehr. Burak war mal Profifußballer bei FC Bayern und hat mit Philipp Lahm in der Mannschaft gespielt. So, solche Geschichten könnte ich noch stundenlang raushauen, aber es ist spannender, wenn du sie erzählst. Erzähl mal von dir in aller Kürze. Was müssen Menschen von dir wissen, damit sie wissen, wer Burak Kizilay heute 2019 ist? Ja, lieber Uwe, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Wir haben doch tolle Momente in der Vergangenheit gemeinsam erlebt. Was sollen die Leute von mir wissen? Ich bin der Burak, bin 36 Jahre jung, verheiratet, zweifacher Papa. Und habe in jungen Jahren, also in meiner Jugend, sehr erfolgreich Fußball gespielt, war in der Jugend des FC Bayern bei der Spielvereinigung Unterhaching und habe da meinen Profivertrag dann auch gehabt. Bin in den Profifußball gekommen, aber mir war es in jungen Jahren schon sehr wichtig, dass ich vernünftig, wenn ich schon Fußballer werde, vernünftig mit meinem Geld umgehe. Weil du weißt ja, wie das mit den meisten Fußballern ist. Mhm. Je mehr du bekommst, desto mehr verballern sie dann. Mhm. Ja, hatte das Glück, dass ich mit 18 bei der Vermögensberatung eine duale Ausbildung starten durfte. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Unternehmertum kennengelernt, habe mich dann auch mit 20 selbstständig gemacht dort und parallel eben meinen Fußballprofivertrag gehabt. Und ja, und dann ein halbes Jahr später, das war im Jahr 2003, da war ich 20, habe ich dann meinen Traum erfüllt, habe meinen ersten Profivertrag, richtigen Profivertrag in der Türkei damals bekommen. Mhm. Ja, aber als aufgewachsener Münchner, weißt du selber, wenn du dann irgendwo in der Türkei dann spielst im Jahr 2003, wo es keine Social Media, kein Internet, kein WLAN, gar nichts gab, habe ich mir dann die strategische Frage gestellt, okay, machst du das noch weiter mit dem Fußball oder machst du eher die Unternehmerkarriere? Mhm. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich meine Unternehmerkarriere erst nach Mitte 30 mache. Nach Fußball, klassischer. Ja, so genau. Klassik, ne? Naja, und dann dachte ich mir, wow, ich habe eigentlich meine berufliche Heimat gefunden, warum bis 35 warten, wenn ich bis 35 mir ein Unternehmen aufbauen kann. Und so kam es auch, dass ich meinen Vertrag als Profifußballer gecancelt habe, bin zurückgekommen und habe mich dann richtig aufs Business konzentriert und mein Unternehmen aufgebaut. Und heute rückblickend, du bist 36, das heißt, vor einem Jahr sozusagen hättest du dein Business aufgebaut haben müssen, damit deine Ziele erreicht sind, deine Happiness. Wie sieht es denn gerade aus? Ja, so kam es auch. Also ich habe im 35. Lebensjahr jeweils die höchsten Positionen bei unserem Unternehmen erreichen dürfen mit unserem grandiosen Team. Ja, ich wurde zum Direktionsleiter ernannt im größten Finanzvertrieb Europas und habe zudem auch noch die höchste Position im Eigenumsatz, also in der Kundenberaterschiene. Mhm. Und in dieser Doppelposition auf den höchsten Stufen zu sein, macht mich sehr stolz. War aber auch irgendwo eine Verpflichtung, wenn man schon auf einen Profivertrag verzichtet, zu sagen, okay, wenn ich mir das Ziel setze, dann will ich das auch durchziehen. Meine Familie und mein Team hat mich natürlich da grandios unterstützt. Und von dem her denke ich, alles gut. Sehr großartig. Also ich musste dich nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, weil ich war sogar auf deiner Party eingeladen. Ja. Von daher, du weißt, dass ich dich beglückwünsche. Vielen Dank, ich durfte die Moderation übernehmen. Wow, sehr schön. Warum hast du überhaupt neben der Fußballkarriere, weil ich meine, du warst schon auf dem Weg zum Profi, beziehungsweise du warst auch eigentlich schon Profi, kann man sagen, warum hast du überhaupt noch parallel was gemacht? Andere Leute machen nur das und stehen nur auf dem Platz. Mhm. Du hast ja vorher sogar noch eine Ausbildung gemacht, ne? Was war so? Industriemechaniker. Das war im 15. Lebensjahr, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Und nach der mittleren Reife hat dann mein Vater gesagt, du lern irgendwas, dass du was hast. Ja, und dann habe ich eine Industriemechanikerlehre bei der Stadt München angefangen, weil meine Lehrerin gesagt hat, du, Werken macht dir Spaß in der Schule, der Werkkurs und Industriemechaniker ist wie Werken, macht es einfach. Gott, der Wahnsinn. Habe ich auch eine Bewerbung geschickt an die Stadtwerke München damals und die haben mich auch gleich genommen. Und ich habe dann echt wirklich schon gemerkt, so mit 15, 16, dass 8 Stunden Werken am Tag nicht das gleiche ist wie 2 Stunden in der Woche. Ja, da ist ein Unterschied. Ja, aber ich habe auch, wie gesagt, im Fußball gelernt, was du anfängst, ziehst du durch. Also ich habe es auch abgeschlossen und zum Glück dann dual bei der Vermögensberatung mir das Unternehmertum angeeignet. Aber warum überhaupt? Weil, ich meine, im Grunde genommen, der Traum ist doch von den meisten nur, ich will kicken, ich will Millionen und die Frauen,
und im Privatjet und was auch immer. Warum hast du überhaupt noch parallel was gemacht? War das familiär geprägt? Haben deine Eltern gesagt, Burak, du gehst noch was Gescheites machen, oder war das in dir selber drin? Eine Mischung aus allem, glaube ich, weil ich habe damals als A-Jugendspieler, U18, haben wir einen Hauptsponsor gehabt bei Unterhaching, das war der Herr Lejeune. Und der hat damals ein Buch, das war so ein Erfolgstrainer. Martin, der hat damals... Erich Lejeune. Und damals mit 18 hatte ich zum ersten Mal eine Berührung mit einem Buch, was über Erfolg war. Das Buch hieß Du schaffst, was du willst. Und das haben sie uns als Jugendspieler verteilt und ich habe das halt gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, wow, um erfolgreich zu sein, gehört ja mehr dazu, als nur das zu können, was man tut. Ja. Gerade als Fußballer. Naja, dann über die Ausbildung bei der Deutschen Vermögensberatung habe ich natürlich mit Nikolaus B. Enkelmann, Claudia Enkelmann, Mentaltrainings und Erfolgsseminare erleben dürfen mit 18, 19, 20 Jahren und das hat sich... Das haben die Bayern organisiert sozusagen, oder? Nee, das war dann über die Vermögensberatung. Ach, das war Vermögensberatung. Über die duale Ausbildung, die ich parallel zum Fußball gestartet hatte. Okay. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, okay, dass Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist zu dem, was man eh schon gut kann. Damals Fußball und dann dachte ich mir, okay, im Business-Kontext muss ich mich auch entwickeln. Okay, interessant. Und so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, wow, wenn ich meine Persönlichkeit entwickle, entwickelt sich alles andere mit. Mhm. Ja? Und so kam es halt, dass ich wirklich durch den Fußball, durch den Leistungssport mit 18 Jahren dann zusätzlich mit diesem Erfolgswissen von erfolgreichen Mentoren in Berührung war und dann so meinen Weg kreiert habe. Und was ist der Unterschied zwischen Burak damals, der 18-Jährige, und jetzt 36, also genau doppelt so alt? Ja. Persönlichkeitsentwicklung, also wo bist du gewachsen oder wo sagst du, da hatte ich irgendwie noch mehr Ego, jetzt hat es weniger oder andersrum, vielleicht ist dein Ego jetzt größer. Also was waren so konkrete Dinge, wo du gesagt hast, die haben sich jetzt verändert? Ja, also ich kann mich gut erinnern, in der Schule zum Beispiel, wenn ich ein Referat halten musste, dann war ich nach einer Minute fertig und meine Knie haben Beifall geklatscht. Also ich war nervös. Mhm. Ja, und ich hatte Angst, vor einer Gruppe zu sprechen oder vor mehr wie drei, vier Menschen. Und oder vor einer Gruppe zu sein. Das war, habe ich gemerkt, habe ich innere Widerstände gehabt. Und dann habe ich mir wieder eingeredet gehabt, als Fußballer musst du auch Interviews geben. Als Fußballer musst du auch vor einem vollen Stadion spielen. Ja? Ja, genau. Und diesen Fußballkontext habe ich dann versucht, ins Business-Kontext rüberzubringen. Und jetzt kann ich sagen, okay, es ist wichtig, in der Persönlichkeit zu wachsen, eine gute Rhetorik zu haben, vor Menschen zu sprechen, Menschen begeistern zu können, zu mobilisieren zu können. Und der Unterschied zwischen Burak damals und heute, würde ich sagen, damals war ich noch, musste ich mich noch entwickeln, dass ich andere mitentwickeln kann. Und heute kann ich sagen, okay, in vielen Bereichen läuft es sehr gut, also können wir andere Menschen dahin bringen, wo man selber schon ist. Mhm. Ja, weil es ist einfacher, Menschen von oben hochzuziehen, als von unten hochzudrücken. Total. Ja. Spannend. Genau. Und es ist schon so, dass du deine Erfolgsstrategien, die sind schon auch hochgradig vom Fußball abgeleitet, oder? Also du hast schon viel so aus dem Profi-Sport, Training, Wiederholung, auf den Platz gehen. Das ist schon so, auch wie du jetzt, sage ich mal, unternehmerisch arbeitest. Ja, absolut. Also die Fußballprägung habe ich voll bekommen. Dadurch, dass ich mit 12 Jahren schon zu Bayern München gewechselt bin und damals mit Größen wie Philipp Lahm und Thomas Hitzlsperger und wie sie alle heißen, die zukünftigen Nationalspieler damals geworden sind, zusammengespielt habe, haben wir, wir haben tagtäglich uns getroffen, wir haben trainiert, wir haben zusammen gewonnen, wir haben zusammen verloren und diese Skills sind extrem wichtig. Warum? Weil Thema Wiederholung. Viele machen eine Sache nur kurzzeitig und dann nicht mehr. Ja, absolut. Wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe, gebe jetzt eine Woche Vollgas und mache 3 Monate Pause. Ja. Und im Fußball ist es eben nicht so. Wenn du professionell sein willst, dann muss es eine Regelmäßigkeit haben. Und da konnte ich vieles auf mein Business adaptieren. Eben Thema Disziplin, Durchhaltevermögen, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so gut ist. Was ja wahrscheinlich sogar meistens noch interessanter ist. Ne? Also meistens, ich glaube, Unternehmer werden geboren durch die, wie oft sie auf die Fresse bekommen haben, genau. Oder? Und dann aber wieder aufgestanden sind. Aber ich glaube, das und ist halt aktiv weitergemacht haben. Punkt. Das ist wenn es jetzt mal wirklich schlecht ist, mal den Tag, oder du kriegst da irgendeine schlechte Nachricht oder irgendwas passiert, sobald du aktiv bist, nach vorne gehst, dann bist du immer in die Zukunft orientiert und haderst nicht mehr mit der Vergangenheit, weil wir können die Vergangenheit ja nicht ändern. Genau. Wenn du mal ein Spiel verloren hast, das sagst du, knapp verloren ist blöd gewesen, Titel futsch, kann es sein, dass 3 Tage später, 4 Tage später das nächste Spiel ansteht. Ja. Deswegen Mund abwischen, planen, wieder aktiv sein und dann im nächsten Spiel es besser machen und dann die Erfolge einfahren. Und das erlebe ich bei uns im Unternehmertum genauso. Das hilft mir schon immens. Das glaube ich dir. Ja. Und
Jemand, der dich am längsten so oder den Burak am längsten kennt vielleicht oder mit am längsten kennt, ist ja deine Frau Anna, würde ich mal behaupten. Ja. Ne? Wann hast denn du Anna kennengelernt? Also hat die den ganzen Weg jetzt mitgemacht? Ja, weil 2003 haben wir uns kennengelernt gehabt und es war ja genau die Phase, wo ich meinen Profifußballvertrag gecancelt habe und zurück bin hier nach Deutschland, um im Unternehmertum richtig zu starten. Und sie war da von Anfang an dabei. Als du zurückgekommen bist, da habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir kannten uns davor schon ein paar Monate. Okay. Und da, wo ich dann zurückgekommen bin, dann haben wir natürlich die Kontakte intensiviert, sind auch zusammengekommen, sind auch nach einem halben Jahr zusammengezogen. Geil. Strategisch auch ganz wertvoll. Wir haben eine Geschäftsstelle gehabt, damals in der Nähe von Erding. Ja. Und oben drüber war eine Wohnung frei und wir sind dann gleich zusammengezogen. Ja, und konnten dann unser Business gemeinsam aufbauen. Klar. Sie hat damals noch im Fitnessstudio als Sport- und Fitnesskauffrau gearbeitet und hat mich aber dann auch parallel unterstützt, bis wir dann gemeinsam das Unternehmen komplett aufgebaut haben. Mhm. Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Das ist bei mir genau das Gleiche. Kein Witz, ich habe auch das Glück, eine Unternehmerfrau zu haben. Du hast ja auch eine wunderbare Frau. Ja. Und das verstehen sich ja auch sehr. Deswegen verstehen sich unsere Frauen, glaube ich, auch so gut. Aber das ist genau der Punkt. Das ist halt... Ja, zu zweit bist du halt doch einfach noch stärker als alleine, ne? Absolut. Interessant. Und aber ich meine, es ist auch eine Herausforderung. Ich sehe das ja auch bei uns in der Ehe. Also ich meine, jetzt einer wie du gehst straight nach vorne, Persönlichkeitsentwicklung, komplett anderer Burak als noch vor 18 Jahren, keine Ahnung. Das müssen ja beide machen. Richtig. Sonst hast du ja auch, sag ich mal, auf der privaten Ebene Probleme irgendwann, ne? Also wenn das irgendwann divergiert und auseinandergeht, das ist ja schon eine Herausforderung. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr dann, sag ich mal, Seminare gemeinsam besucht? Habt ihr viel geredet? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr ungefähr euch immer vom Level so ablevelt gegenseitig? Ja, wie sind wir da vorangegangen? So wie du es eigentlich gesagt hast, wir haben die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung, unser Wissen gemeinsam aufgebaut. Mhm. Und dadurch, dass unsere Company da sehr viel Wert legt auf den Lebenspartner, auf die Einbindung des Lebenspartners, weil das ist einfach die Erfolgsformel. Ja? Wenn du einen Lebenspartner hinter dir hast oder mit dir gemeinsam hast, dann kannst du mehr schaffen. Mhm. Ja. Und wir haben verschiedene Seminare zusammen besucht, sei es Enkelmann-Seminare, NLP, Practitioner-Kurse, Master-Kurse, solche Geschichten haben wir gemeinsam. Cool. Sind wir da durchgelaufen. Ja. Dadurch konnten wir uns natürlich gemeinsam entwickeln und auf diesem Niveau dann auch gemeinsam was aufbauen. Mhm. Und wenn es mal nicht so gut lief, weiß selber, geteiltes Leid ist halbes Leid, konnte man auch gemeinsam das Ganze analysieren, um dann wieder nach vorne zu schauen, zu sagen, hey, wir sind diejenigen, die unsere Zukunft schmieden können, gestalten können. Mhm. Und das leben wir heute noch auch. Nachdem die Kinder dann auf die Welt gekommen sind, wusste jeder, wer hat was zu tun, aber immer zusammen nach vorne geschaut. Und trotzdem noch andere Themen als nur Business, weil das ist ja auch eine Gefahr, ne? Dass du dann irgendwann nur noch irgendwie so Business-Couple bist, aber irgendwie gar nicht mehr so, also entweder die Familie ein bisschen liegen lässt oder irgendwie, irgendwie so in so eine Mono-Thematik reinkommst. Ja, richtig. Ich glaube, das ist die Kunst heutzutage in den heutigen Beziehungen. Eine Beziehung zu starten ist das eine, sie durchzuziehen ist das andere. Das haben wir beim Thema Ausdauer. Ja, aber im Unternehmertum genau das gleiche. Starten, wenn ich da draußen sehe auf Instagram, was alles gestartet wird und wer alles macht, auch kurzzeitig erfolgreich werden, ist auch keine Kunst. Ganz klar. Aber über 10 Jahre ganz klar. Und mehr erfolgreich zu sein, ohne eine Beziehung, / Ehe zu führen, Mann. Darum geht's. Und im Hausbau ist es ja auch so, am Fundament wird am längsten gearbeitet, das Aufbauen geht dann schnell. Mm. Und ich denke, das ist heutzutage wichtig, egal ob im Unternehmertum, im Business, in der Partnerschaft, im Thema Gesundheit, Körper, Geist, ist es wichtig, am Fundament immer zu arbeiten, damit alles andere dann auch läuft. Und da gehört viel Disziplin dazu, viel Struktur auch dazu und auch mal Phasen dazu, wo man sagt, okay, jetzt kommt mal eine Phase, wo wir vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr in diesem Bereich mehr den Fokus legen. Ja. Aber dann ist es auch gemeinsam abgesprochen und da ziehen beide an einem Strang. Aber daran fehlt es auch. Ich glaube, viele Leute, ich habe es neulich irgendwo gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, er glaubt nicht daran, dass man eine Beziehung planen kann. Ich glaube, es ist schon elementar. Also du kannst deine Beziehung nicht planen, was auch immer. Aber ich glaube, du kannst halt in einer Beziehung gemeinsam planen. Ne? Ja. Da gibt es auch diesen dummen Kalenderspruch. In der Beziehung geht es nicht darum, sich selber anzugucken, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu gucken. Ja. Und das finde ich, das ist das Wichtigste. Ganz wichtig ist die Richtung. Ja, genau. Ja, du kannst ja die Strategie verändern. Mhm, genau. Aber das Ziel sollte klar sein. Ja, ganz klar. Und da, glaube ich, fehlt es bei den meisten. Mhm. Und viel planen muss man nicht. Viel intuitives Handeln ist, glaube ich, auch wichtig. Total. Hör auf dein Bauchgefühl, handle intuitiv und dann ist man meistens auf dem richtigen Weg. Total. Ja. Was ist denn so eure Happy List? Also was steht da jetzt drauf? So, jetzt sage ich nochmal für 2019. Ich sag mal, du hast jetzt einen mega Karriereschritt gemacht. Mhm. Dicker Haken dran. Ja. So die Frage...
ich hatte das schon bei einigen Sachen, wo ich gesagt habe, das war mir ganz wichtig, das wollte ich unbedingt, als ich es erreicht hatte, war dann irgendwie auch die Luft raus, beziehungsweise habe ich gedacht, so, ist gar nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Oder aber ist mir jetzt auch gar nicht mehr so wichtig und jetzt kann man aber andere Sachen machen. Ja. Oder sich den Fokus wieder woanders hinsetzen. Ja. Wie schaut es denn bei dir jetzt aus? Ich meine, du hast wirklich, du bist der jüngste Direktor in Europa bei der DVG. Oder weltweit, ne? Das ist ja nun mal eine ganz große Company. Von daher, jetzt hast du dieses Riesending abgehakt. Wie hat sich das angefühlt? Und wie wirst du jetzt deinen Fokus neu setzen? Ja, das mit der Direktion war natürlich der Wahnsinn. Also du arbeitest da wirklich 15 Jahre hin und denkst dir, und du siehst die Jahre davor, die Ehrungen der Direktionsleiter vor einer großen Bühne, vor 10.000, 15.000 Kollegen. Nur du nicht. Und ja, man hat das so als Zielbild. Ja. Und wenn das dann selber dann auch passiert, wenn dann die Einladung kommt, hey, großes Event, da sind dann 10.000 Menschen in der Halle und du bekommst dann zur Direktion deine Direktionsfahne und deine Direktionsnummer und eine tolle Anerkennung, ja, aber für die Mannschaft, das ist ja nicht nur ein Einzelerfolg, das hat das Team erreicht, das ist schon eine ganz, ganz große Wertschätzung und einmalig, also es erreichen ja ganz, ganz, ganz wenige diese Position und geschweige denn diesen Moment. Ja, auch in dem Alter, davon auch mal abgesehen. Ne? Ja gut, das kommt natürlich dazu, ganz gut dazu, aber der Fußball hat mir geholfen, dass ich in jungen Jahren gleich die richtigen Dinge machen durfte. Spannend. Ja, und jetzt heißt es natürlich auch, das Ganze weiterzuführen, weil Direktion oder Direktionsleiter zu sein ist das eine, aber ich sehe das eher als Meisterbrief, um jetzt richtig zu starten auf einem anderen Level, also das Next Level einzuführen. Und 2019 ist für uns sehr, sehr spannend, weil meine Direktionsnummer ist die 219, übrigens auch mein Hochzeitstag, 21.09. Großartig. Und 219, da sind ja diese Zahlen auch mit drin. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt das Fundament bauen für die zukünftigen Direktionsleiter. Ja. Wir haben tolle Trainings- und Weiterbildungsmodule geschaffen, die ja wöchentlich bei uns im Business Center in München laufen. Wir haben tolle Unternehmerveranstaltungen geschaltet. Wir bringen Menschen zusammen und es ist schon, ja, was hat sich geändert? Nicht mehr Dinge tun zu müssen, sondern dürfen. Nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu dürfen. Mit den Menschen, mit denen man Bock hat. Aber das Zukunft ist die Magie, Mann. Das ist das, wo, also, ne, ist jetzt wurscht, ob da die DVG dahinter steht oder ob es Direktor heißt oder wo es auch immer irgendwo ist. Das ist halt dein Vehikel jetzt gewesen, was zu dir am besten passt. Hätte auch Fußball sein können, auch da kann man jetzt mal dahin kommen. Aber das ist der magische Moment, oder? Ja. Wenn du irgendwie da hinkommen bist, so, dann da hast du es geschafft. Ich meine, das ist Erfolg. Ja. Dinge nicht mehr tun zu müssen, machen zu wollen. Ja. Absolut richtig. Super geil. Da hast du mich auch oft inspiriert. Treffen wir immer. Ja, unser Bircher-Müsli-Frühstück. Bircher-Müsli-Treffen, ja, das ist echt genial. Und auch da, wenn man sich dann mit erfolgreichen Unternehmern aus anderen Branchen auch austauscht, irgendwie ist es das Gleiche. Mhm. Ja. Es sind die gleichen Grundgesetze, es ist ein Zielfokussierung. Ähnliche Charaktere oder also auch so so Charakterzüge finde ich auch, sind irgendwie sehr ähnlich. Ja, was ich bei dir bewundere und wo ich auch bei dir echt so in die Lehre gehe, muss ich sagen, ist es, du hast dein Talent, Menschen zu mobilisieren und Events zu promoten. Das ist echt ein unfassbares Ding. Also, ihr kennt Burak jetzt nicht oder vielleicht kennt ihr ihn, wer ihn noch nicht kennt, muss ihn mal kennenlernen. Ein unfassbarer Netzwerkaufbauer. Also wie du Netzwerke baust, ist unfassbar. Und was dein Trick ist, ich glaube jetzt aus der Fernanalyse, du machst es komplett absichtslos. Ja. Also jetzt mal, das ist halt der Trick. Ne? Ich meine, der Versicherungsbranche und der Finanzbranche geht halt ein gewisses Klischee voraus, bla bla bla, mag in der Vergangenheit irgendwo herkommen. Aber das ist halt auch, du kannst darin nicht gewinnen, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich will heute was verkaufen. Ja. Sondern erstmal, ich will halt Leute zusammenbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, dein Geheimnis. Du bringst Leute zusammen, Unternehmer zusammen, die haben alle Mehrwert, ohne dass du erstmal was davon hast. Aber jeder erinnert sich, und das ist bei mir genauso, wie diese Verbindung zustande gekommen ist. Und ich glaube, damit hast du einen Stein im Brett bei so vielen Leuten. Wieso? Also konntest du immer schon Leute so connecten? Wie hast du das denn geschafft? Ich finde es einfach der Hammer. Du merkst, ich werde auch emotional, weil ich es einfach so interessant finde, wie du so ein Menschenmensch geworden bist. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es war eine unbewusste Kompetenz, glaube ich, wo wir vor 4 Jahren gestartet haben mit dem Business Meeting München. Eigentlich war das ein Unternehmerstammtisch. Weil ich war ja schon in dem, was ich tue, recht erfolgreich. Also in der Beratung, Finanzberatung, sag ich mal. Tolle Mandanten aufgebaut, viele Selbstständige und Unternehmer beraten. Und irgendwie war das so ausgelutscht. Dieses typische Vertrieb machen, verkaufen, beraten, Empfehlungen holen. Irgendwann kamen die Empfehlungen auch von alleine. Das kleine Einmaleins. Das kleine Einmaleins. Das war alles nice to have, aber ich dachte mir, wie schaffst du es, noch mehr Mehrwerte zu schaffen?
Ich meine, dass wir eine tolle Vermögensplanung anbieten, finanzielle Sicherheit anbieten, ist das eine, aber Menschen brauchen ja noch mehr. Mhm. Ja, gerade in der heutigen Zeit, die Zeit wird immer knapper, man muss nicht suchen, sondern finden. Wie findet man die richtigen Lösungen, ja, mhm, bei den richtigen Menschen? Und so war die Idee dann mit einem Kollegen zusammen, dass wir gesagt haben, ja, lass uns doch so einen Stammtisch machen und einfach mal unsere Mandanten einladen. Das war im Jahr 2015, da waren sogar 16 Unternehmer da. Mhm. Wir waren überrascht, dass so viele da waren. Ja. Und dann haben wir einfach mal gesagt gehabt, hey, wir erwarten nichts. Mhm. Wir wollen Gastgeber sein, wir sind eure Moderatoren, wir geben euch die Möglichkeit, euch vorzustellen, was ist eure Kernkompetenz, was bietet ihr an, was sucht ihr, was braucht ihr, dass wir uns mal gegenseitig intensiver kennenlernen. Weil wir kennen euch schon, aber ihr kennt euch untereinander nicht. Ja, das war die Grundidee. Ja, und dann hat es so eine Eigendynamik genommen, weißt du, wie das ist, wenn Unternehmer zusammenkommen, dass einer dann gesagt hat, du, Burak, das ist echt eine coole Sache, du, wann ist denn da der nächste Termin, der nächste Stammtisch? Und wir dachten uns so, was für ein nächster Termin? Das war eigentlich so eine Aktion, aber dann lass uns doch einen neuen Termin machen. Das haben wir dann 6 Wochen später wieder gemacht und die Teilnehmer haben sich verdoppelt. Mhm. 6 Wochen später waren wir dann auf einmal über 60 Teilnehmer, über 100 Teinehmer, über 130, und in der 6. Veranstaltung, also ein halbes Jahr später, hatten wir 200 Unternehmer bei uns im Zentrum, wo wir nur Gastgeber waren, Moderatoren, und da hat es so eine Dynamik genommen und da hast du richtig den Spirit gemerkt, dass Unternehmer zusammengekommen sind, die Bock haben zu netzwerken, sich kennenzulernen, ihre Dienstleistung vorstellen wollen, aber auch andere Dienstleistungen auch mal sehen wollen, ja? Ja. In einer lockeren Atmosphäre, in einer ungezwungenen. Und dann habe ich noch einige andere Unternehmer aus dem Netzwerk kennengelernt. Auch wir haben uns ja auch über sowas kennengelernt gehabt, über so ein Netzwerk. Und dachte noch, wow, was für ein... Das habe ich aber nicht erwartet. Also die Erwartung war null. Und mittlerweile ist es, ich glaube, das schnellstwachsendste Business-Meeting oder das Business-Netzwerk bundesweit mit vielen, vielen Nachahmern, die in anderen Städten auch laufen. Ja. Mich freut das. Ja. Was hat das mir gebracht? Ich habe mein Netzwerk selber erweitert. Naja. Weil ich habe tolle Dienstleister in verschiedenen Branchen, wo ich sage, wow, das ist für mich ein Mehrwert im Bereich Gesundheitsbranche, im Bereich Bewegung, im Bereich was weiß ich, was es so alles gibt. Mhm. Also wirklich toll. Beste Geschichte ist, dein Sohn hat sich ja mal verletzt. Und du hattest sogar den besten Kinderchirurgen Münchens dadurch, dass der mal auf so einem Event war. Ja, das war's. Hast du den Peter gehabt, gell? Richtig. Und das ist halt das Geniale. Du bist echt jemand, man kann dich ja irgendwas fragen und du hast immer irgendeinen, der das Problem gerade lösen kann. Einfach durch das Netzwerk. Also die Story, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für diese Plattform. Mhm. Mein Sohn holt sich bei einem Sturz einen kleinen Cut am Augenbrauen. Wo gehst du hin? In die Kinderchirurgie. Ja. Da sind wir in München-Schwabing gelandet, in der Kinderchirurgie, also Top-Abteilung übrigens. Und da war ein Peter Heinz da, ein Kinderchirurg. Der hat das dann gemacht und das war ein netter Typ, gleicher Jahrgang, auch fußballaffin. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, Nummern ausgetauscht, dann dachte ich mir, hey Peter, komm doch mal zu unserem Business-Meeting. Obwohl er kein Unternehmer ist, gell? Obwohl er kein Unternehmer ist, genau. Und wenn ich jetzt so zurückdenke auf Vermögensberatung oder Finanzdienstleistung, hätte ich ihn bestimmt nicht angesprochen. Mhm. Aber dachte ich mir, hey, cooler Typ, komm doch einfach. Ja. So, jetzt war der 1,5 Monate später bei uns auf dem Business-Meeting. Ich glaube, da hast du sogar deinen wunderbaren Vortrag mit Business-Magie gemacht. Mhm, genau. Das hat ihm auch super gefallen. Ja. Und was ich nicht wusste, dass die eine Stiftung haben in der Kinderklinik, dann dachte er sich in dem Rahmen der Vorstellungsrunde, stellt er mal die Stiftung vor. Mhm. Und was daraus entstanden ist, wissen wir ja, da sind ja wirklich, ich glaube, über 20.000 Euro Spenden in den letzten 2 Jahren entstanden aus dem Unternehmernetzwerk für die Kinderchirurgie. Super. Und der Auslöser war der Cut von meinem Sohn, was ja eigentlich kurzfristig gesehen ja was Schlechtes ist, ja, aber was daraus sich entwickelt hat und wie viele Kinder daraus einen Mehrwert geschafft haben, das macht mich schon stolz, das ist schon toll. Schöne Grüße an den Peter von hier aus nach Zürich mittlerweile, wo er jetzt umgesiedelt ist und auch noch mehr Kinder gesund macht. Absolut, Chef von Zürich geworden. Großartig. Okay, was hast du privat noch vor? Du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit. Was hast du noch jetzt so mit deiner Familie vor? Was sind so deine nächsten Sachen auf der Glücksliste, wo du sagst, jetzt, keine Ahnung, mit meinen Kindern will ich noch das und das zeigen oder ich will jetzt das und das, was sind so Pläne? Ja, als Familienvater einfach mal auch mehr Zeit oder noch mehr Zeit zu investieren, bewusst in die Family, ja, ganz klar. Cool. Wir haben da unsere Rituale, unsere wöchentlichen Tage, wo wir Zeit für die Family haben, wo wir besondere Momente auch erleben können. Ich meine, mein Sohn ist jetzt 10, Tochter ist 8, das ist ein ideales Alter, wo man auch vieles erleben kann. Ja. Und da machen wir viele Ausflüge, fahren auch oft in Urlaub, ja, dass man auch den Kindern viel zeigen kann, auch dass man Zeit miteinander verbringt. Ja.
Und, aber auch in der Arbeit ist meine Familie mit eingebunden. Wir machen auch ein paar Events, wo die Kinder dabei sind. Mhm. Ja, das macht auch Spaß, dass sie auch immer wieder Verbindung zu den anderen Unternehmern mit ihren Familien haben. Ja. Und ja, mit meiner Frau zusammen natürlich die Netzwerkplattformen weiterentwickeln. Ja, das ist ja auch wie eine Familienaufgabe für uns, wo wir alle an einem Strang ziehen. Ja, das, mal sehen, wo das hinführt. Super spannend. Ja. Ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, ich darf dich nochmal einladen. Natürlich, ich würde gerne updaten, so Q3, Q4 von 2019 nochmal einfach ein bisschen hören, was da passiert ist und wie dein Leben sich verändert hat, dann ein Jahr nach dieser Wahnsinnsbeförderung. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke, dass du da draußen wieder zugehört hast und dir hier diesen besonderen Unternehmer hast vorstellen lassen. Wenn ihr Burak finden wollt, Burak Kiesiler, ich vermittle euch den hier unten in den Shownotes. Wenn ihr mir schreiben wollt, wie immer, uwevongrafenstein.de oder auf Instagram, ihr findet mich, einfach den Namen eingeben. Viel Erfolg wünsche ich euch da draußen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich freue mich auf Feedback. Wünsche euch eine wunderbare Woche und damit sind wir raus bei Hashtag Happylist.